In der Stadt Sirt in Südostanatolien sind bei einem Angriff 6 Mitglieder der Sicherheitskräfte getötet worden. 7 weitere wurden verletzt. Die türkischen Behörden gehen von einer Attacke der kurdischen Terrororganisation PKK aus. Bei den Toten und bei 3 der Verletzten handelt es sich um sogenannte Dorfschützer, die für den Kampf gegen die PKK im Einsatz sind. Sie sollten Straßenbauarbeiten in Sirt überwachen. Seit 1984 sind bei Auseinandersetzungen zwischen türkischen Truppen oder Sicherheitskräften und der PKK fast 40.000 Menschen getötet worden. Seit 2015 gibt es auch keinen Waffenstillstand mehr.